Wo bringen wir den kleinen Sweetheart hin? Ah, wir laufen mal hinterher. Wir müssen ihn verfolgen. Okay. Ja. Okay, ich jetzt mal. Bei jeder Kackwaffe das Geräusch, wieso? Das ist schon echt nervig, Tim. Aber wir hören es dafür nicht. Ich lese nochmal kurz, ja? Der erste Kostüm war ein klein wenig chaotisch, aber es war super. Das Hauptgericht war echt gut und da lief auch alles noch gut. Danach, das Dessert lief nicht so gut. Oh, schön. Also, wenn ich höflich wäre, würde ich fragen, wie denn das gute Gericht lief und so weiter. Aber ich bin ein Arsch und will wissen, was ist schiefgegangen? I'm sorry, das Spiel macht mich ein bisschen gehässig. Es ist Borderlands, okay. Das bringt unsere fiese Seite zum Vorschein. Okay, also das... Ich glaube, das Peinlichste, was mir mal passiert ist, ist nicht so peinlich, aber ich habe den Schwiegereltern und ich wollte Milchreis machen und da muss man Milch kochen. Milch und ich, wir sind keine Freunde. Andersrum. Ich hol dich. Das war furchtbar. Es war furchtbar. Ich habe den kompletten Küchenboden, ich weiß gar nicht, du tust ja nur 500 Milliliter rein in den Topf, aber der ganze Küchenboden war 2 Meter unter Milch. Also nicht unter Wasser, sondern unter Milch. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es geschafft. Also, ne, ich habe eine Wasserquelle erfunden. Keine Ahnung. Das war peinlich. Das war, da war ich gar nicht lange mit meinem Liebsten zusammen. Ne, so quasi, hi, yo, ich bin hier neue Freundin, kein Problem. Buffe erstmal Milch in der Küche. Ne, kochen kann ich übrigens nicht. Cool. Ja. Das war peinlich. Oder Standard Pizza vergessen im Ofen, dass man dann so ein schwarzes Frisbee durch die Küche werfen kann. Puh. Ja, dafür gibt's Timer. Ja, Timer, pipapo, der wahre Koch, der guckt 1000 Mal in den Backofen, ob's fertig ist. Komm mal kurz her, Wiebke. Nee, ich will nicht sterben, dann kannst du schön selber springen. Du bist aber auch wirklich, sag mal... Ich wollte dich nicht zum Springen bringen. Du bist so passiv-aggressiv. Ja, in dieses Rädchen sollte ich springen. Spring du mal. Ich wollte einfach, dass du drunter stehst, mehr wollte ich gar nicht. Es passiert nichts. Doch, Alter, ich hab 500 Schaden bekommen. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, das Spiel mag ich einfach nicht. Oh, jetzt hab ich auch Schaden. Ja. Ich hab fast gestorben. Okay, also nicht so dramatisch, aber es nervt mich, weil ich Perfektionistin bin. Die Hauptkamera ist halt ausgegangen, weil er Laptop ein Update machen wollte und deswegen konnte man nur noch meine Hände sehen. Ja, aber das ist doch voll okay, das ist ja doch nicht schief gegangen. Fuck it. Ich hätte die ganze Zeit Mittelfinger gezeigt und mein Daumen und mein Zeigefinger zu einem O geformt. Und die Leute einmal reingucken lassen mit dem Satz, haha, reingeguckt. Und nach dem 200-malsten Mal wissen die Leute halt einfach, was Sache ist. So ein Respekt-Guck noch. Ich würde zwar laut haben. Warte, ich verstehe euch gerade nicht. Ja, was? Ich habe gerade mit der anderen Waffe geschossen. Was habt ihr gesagt? Ich habe gesagt, so nach dem 200. Mal ist es dann auch auf jeden Fall witziger. Finde ich auch. Manche Witze müssen öfter erzählt werden und das muss 200 Mal gemacht werden. Also soll ich jetzt meine Witze öfter erzählen? Nein, Tim, du bist schön still. Ja. Sie müssen am Anfang schon witzig sein. Ja, genau, bei dir ist das Problem. No. Es geht um Witz erzählen. Also bei Witz ist bei dir dünnes Eis. Die Reifen, weißt du? Die Reifen? Okay. Ich bin guter Wein. Ja, du bist guter Wein. Wir machen immer noch Kackgeräusche, meine Waffen. Wahrscheinlich bist du Weißwein. Ich weiß. Verstehst du? Weißwein. Egal, der war nicht gut. Der war gut. Nein. Eine coole Bude hat der Typ jetzt hier. Ja. Ach, hier wohnt er jetzt? Ja. Geil. Das ist unser Freund. Judy, haben wir auch was dafür bekommen? Oh ja. Ja, eine Knarre. Oder ein Schild. Das war nicht so schwierig. Okay. Das ist ein gutes Schild. Hat halt null Effekte sonst, ne? Naja, mein anderes hat aktuell... Moment, was hat das? Verringertes Leben. Also, ich habe jetzt 600 mehr Schild und dafür 260 mehr Leben und eine Assoziationschance für Munition. Alter, ich habe jetzt auch 1832 Schild. 2000, verdammt. Digga, es ist viel und vor allem auch viel Leben. 751. Crazy. Aber dafür gute Laune. Crazy.
Der Einzige, der crazy ist, bist du, Mann. Marco, ja, wollte ich schon sagen. Oh, lol. Weil meine Waffen alle Geräusche machen. Ja, da würde ich aber auch durchdrehen. Alter! Der hat mich schon wieder abgeschossen hier. Macht die ganze Zeit. Aber dafür mache ich gar keine Geräusche, wenn ich die Pistole nehme. Schön, ich mache dafür doppelt so viel. Ah, Fintosh! Doch, okay, ging noch. Du hast meine Bank ausgeraubt, meine Stadt zusammengeballert und meinen Zug zerstört. Du gefällst mir. Main Street, Pistolen, 12 Uhr mittags. Komm alleine. Alleine, also viel. Die scheiß Sniper macht auch Geräusche. Alter, Tim, was hast du gemacht mit deiner Waffe? Das ist einfach in dich reingegangen. Das nennt sich Karma. Das nennt sich Karma, das stimmt. Ja. Drama und Karma. Weil die Sniper abreibt, macht's halt noch mehr Geräusche. Lass uns den Sheriff kaputt hauen, der hat bestimmt schön drauf. Ja. Oh, bitte macht meine Granate nix. Oh mein Gott, wenn deine Granate auch noch Geräusche macht. Waffentausch! Aber dann macht die ja nur immer, wenn du die wirfst, oder? Und dann macht die auch, nee, die okay. Ich versuche mal hier auch mich so ein bisschen an den Stream zu halten, das tut mir leid. Also wir sind halt ziemlich drin hier in der Story. Ich meine, für alle Leute, die Borderlands nicht kennen, das ist ein sehr, sehr witziges, weiß nicht, Ego-Shooter-Story-Game, was auf dem Planeten Pandora spielt aktuell. Und es ist sehr lustig und sehr sarkastisch gemacht. Also sehr, sehr witzig von der Art und Weise. Und ja, also kommen halt viele Sprüche drauf und so weiter, wie zum Beispiel... Voll in die edlen Teile, ihr Penner oder so, also das sagt mein Charakter zum Beispiel. Und naja, also ich will nicht so viel über die Story sagen für alle Leute, die das noch spielen wollen. Auf jeden Fall ist es unglaublich witzig und es lässt einfach dich bösartig werden. Also, oh, warte, wir müssen wieder eine Pistole umlegen. Ja, das ist aber ein SMG, ne? Ich hab eine Pistole. Mhm. Jetzt. Ich hab keine Pistole. Und nicht den Deputy erschießen. Oh. Und er schieße nicht den Deputy. Das aber kam echt viel später, oder? Ja, das habe ich auch später erst gesehen. Ach, da oben ist die Sheriff-Troller. Da oben. Ja. Ich habe eine Pistole. Ich hau mit der Pistole drauf. Ja. Aber ich komme halt gar nicht richtig drauf. Mir tut niemals etwas leid. Das Marshall. Ich hab gleich wieder meine Ult. Wo ist er denn? Hoch? Da. Ah, da. Okay, ich schieße mit der Pistole drauf, hab ich. Ja. Nicht geschafft. Hä? Hä? Moment mal. Also, macht dein Phasending auch schon? Meine Freundin nee. Umgelegt? Das macht mich irgendwie wütend. Das wär's. Komm wieder her. Okay, aber ich habe mit einer Pistole geschossen. Ich auch. Und der Strap habe ich extra nicht Phasending auch? Nee, das Phasending an sich macht keinen Schaden. Ich habe halt sehr viel Elementarschaden gehabt. Ja. Okay. Das ist das Problem. Schade. Hm. Oder vielleicht hat das nicht gezählt, weil den Deputy gekillt haben. Nein. Ja, dann weiß ich auch nicht. Da ist ein Marshall, was mit dem? Das ist so unser Buddy. Die sind alle freundlich hier. Ja, schon irgendwo nicht alle, die Marshall. Die sind nicht freundlich. Ja, pipapo, freundlich, wer ist das schon heutzutage? Noch alles bürgerliche Kategorien. Ach, hallo. Oh, ich schätze dich. Ist ein Marco gerade gestorben. Wie? Helft das ist ja friedlich. Nicht alle. Nein, nur die beiden da. Oh, ich komme. Hast du es geschafft, Tim? Ja. Okay. Ich bin halt... Ich hab kurz bevor ich gestorben bin, noch eine Granate geschmissen. Und dann... Ah, nice. Glück gehabt. So, den Bett fertig machen. Alright. Viel Erfolg. Ne, ich mach aber auch... Ja, wir waren. Ja, hau nicht mal, ja, ich bin hier Dauer-Gan. Ja,
Ja, wir haben auch schon einiges gespielt heute. Ja, das stimmt. Affentausch! Mach mal. Geh mal Richtung. Heimat. Abzeichen des Deputies. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Erhöht die Dauer des Kämpfe und dein Leben um 10% für jeden Spieler, der ein Abzeichen des Deputies trägt. Ah. Das ist ein Artefakt. Ja, aber wir haben halt schon das Loot-Ding. Shotgun, ne? Schaden und Ladegeschwindigkeit. Ja, aber ich fürchte Loot, Marco. Loot. Stimmt, leider, ja. Also verkaufen. Du musst einfach jetzt alle deine Waffen verkaufen. Nee. Die bleiben jetzt halt so. Das müsst ihr genauso mitmachen wie jedes Mal muss. Waffentausch! Ihr sagt Bescheid am Portich. Ja, ganz schloss. Kann ich? Hm? Bitte, lass dir Zeit. Ja. Jetzt. Ich will killen! So, schau bis bevor er zukommt. Aha. Nein, ich wollte gerade noch I drücken. Ich dachte, das geht jetzt den ganzen Ladebildschirm so durch. Wahrscheinlich. Okay, haben wir irgendwas jetzt noch? Können wir noch Sanctuary und Ende machen oder ja. So? Ja, würde ich auch sagen. Genug für heute. Dann. Hier gibt's keinen. Ich hoffe, dass es nach dem Neustart wieder fertig ist, ey. Wieso nervt dich das, oder was? Ist doch witzig. Mhm. Lup. Das finde ich auch wahnsinnig witzig. Nachladen! Waffentausch! Du musst echt noch fahren. Ja, leider. Verrückt. Okay. Ich muss nicht fahren. Verrückt. Immerhin. Und jetzt kann man sogar. Nein! Was? Nee, ich dachte, das wäre ich mit meinem mit dem Auto. Das ist so witzig! Verstehe ich nicht. Wieso, die Waffe ist doch witzig, verstehe ich nicht. Ja, schon. So, eine lustige, tolle Waffe. Sure. Weil jemand ist so langsam einfach. A friend of mine always crashes and she gets a car in Warzone. Really? Waffentausch! Ich dachte gerade für eine Sekunde, da steht ein neuer Dude. Wegen dem Händler. Suche ich ja immer noch. Will jemand eine Shotgun? Marco, da hat es zwei Shotguns für dich. Can help it. Marco ist beschäftigt. Beim Gamble. Die liegen da. Ne, wenn das keine Explosiv-Shotgun ist, brauche ich nichts. Ja, die meisten meiner Waren wurden von Abenteurern aus den Händen gerissen. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Wenn man so eine Follower-Granate im Sanctuary wirft, da gibt's ja keine Gegner, die fliegt dann einfach ganz weit nach oben. Man weiß nicht, wo sie hin soll. Oh Gott. Was denn, die Waffe oder was meinst du? Einwohner von Sanctuary, Crimson Raider. Ich glaube, wir werden diesen krassen Typen nie finden, oder? Ich habe den noch nie gesehen bisher. Ich auch nicht. Läufst du gerade nicht rum, oder? Ja, ich laufe gerade ein bisschen rum, gucke, ob ich irgendeinen neuen Dude sehe. Irgendwas mit M war das. Ja, den Namen habe ich auch nicht mehr. Michael irgendwas. Lol, da war gerade eine Game of Thrones Referenz. Wirklich? Der Winter kommt, ja. Winter is coming.
Ich hab nicht ewig. Ich denk mal, das ist eine. Das hat 2008 angefangen, hatte ich letztens noch nachgeguckt. Könnte eine Referenz sein. Könnte sein, ja. Gut, aber die Bücher waren ja auch schon länger raus. Winter ist. Ja, krank. Bücher, pipapo! Nee, ich glaub, der Dude ist nicht da. Aber ey, wir haben noch einiges geschafft, Leute. Können wir doch stolz sein auf uns. Mhm. Geh mal hier verlassen. Speichern und Ende. Dann mach ich mal den Anfang hier. Alles zu beenden. Verlassen. Ja, beenden. Dann bin ich hier wieder im Irrenhaus. So, nochmal hallo, Leute. Willkommen, willkommen. Erstmal aufrecht hinsetzen hier. Hallo. Lol, du bist ausgeblendet. Ich hab dich mal eingeblendet, Marco. Mhm. Damit du hier ordentlich alles tatsächlich was? Entertainen kannst, wenn ich mich hier zurücklehne und einfach nur chille. Jetzt hast du nur wie immer. Ja, Mann. Ja. Tatsächlich schon irgendwie. Nice. Und setze ich mich mal hier hin und guck mal, ob hier jemand vorbeikommt. Guten Tag. Kann ich helfen? Mm. Nice. Ich finde das so witzig, dass deine Augen unterschiedlich blinzeln können, Marco. Das sieht so lustig aus. Machst du das auch im echten Leben? Das sieht so aus, als wärst du betrunken. So, Ich sah doch bestimmt auch. Stimmt. Great streaming, Adorable Anime. Anime, what the hell? It's not anime. I am comic or something. Listen to your music, ihr Säcke. Ganz genau, Mann. Danke sehr. Ha. Ich hoffe, euch hat unsere krasse Leistung heute gefallen und endlich haben wir die Quest gemacht. Wisst ihr jetzt, warum ich sage, es ist die Quest? Meinst du, wäre die Quest, meinst du jetzt? Mit der Waffe? Ach so, ja. Seit wir Borderlands spielen, bin ich scharf drauf, diese Quest mit euch zu machen. Mit dieser witzigen Waffe. Okay. Das ist schön. Also, ich fand die toll. Waffentasch! Vor allen Dingen träumt ihr jetzt davon. Ja, die war natürlich super. Quest an sich ist so okay, aber die Waffe. Hab nicht gegähnt. Kann uns rüber. Oida. Ja. Kommst du klar? Nein. Ich frag mal kurz ChatGPT, über was wir abschließend reden können. Bin gerade voll auf den Quatschtrip. Nein, ich muss nicht einloggen. Du kannst eine gute Nachtgeschichte. Oh nein, um Gottes Willen. Die letzte Geschichte, die hier über meinen Charakter gedingsbumst worden ist, ist ziemlich lang gewesen. Aber ich bin jetzt sowieso im Bett. Okay. Deshalb euch noch viel Spaß. Gute Nacht und schlaf schön. Mit dem Schlusswort oder so, keine Ahnung. Schlaft schön und bis morgen dann. Jo. Wir haben auf dem Morgensport was oben, ne? Nicht vergessen. Mhm. Nicht vergessen. Ja, klar, Mann. Dann okay. Ciao. Bis Dani. Jo, tschö. Ich habe mir gerade von von Twitch 10 Fragen einfach, von Twitch sage ich schon, vom Jetpot. Chatbot, so. Chatbot. Holy moly, ist egal jetzt. Auf jeden Fall habe ich mir 10 Fragen generieren lassen hier, die ich im Stream beantworte, aber ohne Witz, das ist voll der lahme Scheiß. Das ist voll auf bitte nicht auf Twitch bezogen, sondern einfach irgendwelche random Fragen. Punkt. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Okay, also Frage Nummer 1. Seid ihr bereit? Wenn du eine Zeitmaschine hättest, welche historische Periode würdest du besuchen und warum?
Ciao. Keine Ahnung, Mann. In die Vergangenheit traue ich mich nicht, weil das so grausam und tödlich ist und ich wahrscheinlich dann sehr schnell sterbe. Bedingungen an. Ja. Überlebe ich das auf jeden Fall? Oder? Bin ich dann unsichtbar? Weil dann gibt es da einiges, was ich gerne mit Popcorn erleben will. Interagieren. Ja. Und wie kommen wir da zurück? Ja gut, mit der Zeitmaschine wahrscheinlich. Ja, die dann kaputt geht und dann vor den Dinos gefressen oder dann voll am Arsch. Ja. Okay, da will ich mich, glaube ich, enthalten. Das ist eine doofe Frage. Ich habe Angst, weil ich, glaube ich, in jeder Zeitperiode sterbe. Überleg doch mal. Mittelalter, nope. Frühjahr, nope. So gibt ein nope. Das ist einfach alles mit Tod und Verderben zu tun. 20er Jahre, nope. 30er, nope. 40er, nope. 50er. Zukunft. Ah, ich weiß nicht. Wegen der Klimasituation denke ich mir auch so. Ja. Zum Gucken, wie die Lottozahlen sind oder so. Ja, ich skippe ganz schnell die Frage, okay. Welches ist dein Lieblingsbuch oder Lieblingsfilm und was fasziniert dich daran? Tja. Ah, Lieblingsfilm, Mathilde, eine große Liebe, war sehr lange mein Lieblingsfilm. Habe ich ziemlich oft geguckt. Mochte ich einfach so vom Stil. Woodstock 69, oh Gott, da sind noch die ganzen. Ja. Enthalte ich mich mal eben. Hippies. Ja, das wollte ich sagen. Hippies, genau, danke, danke. Die Hippies sind da. Die Hippies. Das war das Wort, was ich suchte. Ein anderes Wort. Hm? Hippies meinte ich. Echt? Ja, ich meinte nicht Hippies, Mann. Aber ja, Hippies. Aber geile Muck, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin eher so 80er-Typ. Kann man sie jetzt auch, ne? Ja. Oder LED 70. Oh, ich würde gerne Queen live sehen. Das wäre cool gewesen. Ach ja, Mann. Lieblingsfilm. Lieblingsspiel kann ich sofort sagen. Lieblingsfilm. Ich mochte viele gerne. Studio Ghibli hat immer ziemlich geilen Scheiß gemacht. Ich habe Harry Potter geliebt, wie dieses. Boah, erster Film, richtig geil. Mickey Mouse, Klassiker. Das wäre was für Elvis. Nee, Elvis will ich auch nicht sehen. Der ist wohl ein Arsch gewesen. Weiß nicht. Oh geil. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine neue Fähigkeit oder ein neues Talent zu erlernen, welches wäre das? Helikopter fliegen. Kleines Flugzeug ist auch okay. Ja, aber nur mit der Möglichkeit, dass man es auch machen kann. Ja, natürlich. Schau, ich habe ja. Was bringt mir das jetzt, wenn ich Helikopter fliegen kann? Ach so, ich habe natürlich dann auch einen. Okay. Ja, aber da hast du recht, ja. Ha, was? Ich glaube, ich würde gerne alle Sprachen können einfach. Das wäre geil. Alle Sprachen. Mhm. Ist schon richtig abgefahren. Kannst du einfach überall hinreisen, wo du willst. Ja, ich meine, kann ich jetzt auch, aber dann ist die Kommunikation einfacher. Oh, Micha schreibt, aber Musik, Amelie, Musik, ja, Mann. Nur weil ich Musik mache, muss ich ja nicht so krass into Music sein. Musik zu machen, die meisten Leute denken, dass man auch voll an der Musiker ist, mit Ahnung und pipapo, überhaupt nicht. Also, ich habe keine Ahnung von Musik ist ja bei dir Musik. Mehr ein Ausdruck deiner selbst. Ganz genau, danke sehr, genau. Danke sehr. Ja, ey, wenn mich jemand was von Musiklehre fragt, ne, kein Plan, interessiert mich auch gar nicht. Oh Gott, nee, das darf ich gar nicht laut sagen. Ja. Doch, musst du. Ich muss einen Scheiß, Mann, Micha. Ich muss einen Scheiß. Ich mache einfach Musik, die mir gefällt und hoffe, dass anderen Leuten das gefällt. Rest ist mir egal. Geh mich geschlagen, nice. Geil, welche Reiseziele stehen ganz oben auf deiner Bucketlist und warum möchtest du dorthin reisen? Thailand. Ich möchte mal nach Thailand. Hab ich Bock. Und ihr? Jetzt von euch beiden. Cool. Teneriffa. Nach Spanien. Danach kann man dann nochmal gucken, wo man da sonst hin kann. Ja. Und du, Schatzo? Kommt drauf an. Zu welcher Jahreszeit? Ich glaube, ich würde gerne mal in Japan auf dem Fuji snowboarden. Das soll wohl richtig geil sein.
Die haben da nämlich anstatt Tannen, ja, kann man, sogar richtig krass, da gibt's ganz viele Videos auch, anstatt Tannenwälder sind da Birkenwälder, also weiße Bäume. Du fährst zwischen weißen Bäumen durch, das soll aber richtig krank sein, richtig geil. Ich glaube aber, das ist, also tatsächlich Mount Fuji, das ist doch da unten bei Tokio, ne? Das ja. ist nicht so groß und dolle. Echt? Ich hatte da Videos gesehen, die waren ziemlich cool. Ja, aber dann wahrscheinlich vom Norden. Kann auch sein. Ist das Hokkaido? Also ich bin auf jeden Fall fein. Ich möchte durch diese Birkenwälder mal mit dem Snowboard brettern. Also auf jeden Fall auf, den nördlich, auf der nördlichsten ja. Insel. Allerdings kann ich die ganzen Schilder dann wahrscheinlich nicht lesen. Das ist ein bisschen problematisch. Achtung, Sackgasse! Whee! Ab da rein! Sapporo. Da. Ja. Das ist sogar auf Hokkaido. Wenn es auch mal in der Schweiz bohren gehen, das kann sich kein Mensch leisten, Michael. Ja, I'm sorry. Ohne Witz. Also wenn du nicht im Lotto gewinnst, kannst du in der Schweiz leider gar nichts. I'm sorry. Was ist da das Teure? Also generell alles? Oder? Alles. 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 Das ist damit rechnen, dass alles doppelt so teuer ist. Ja, das ist knapp. Weil natürlich ist dann der Flug nach Japan und alles auch viel zu teuer, als dass man das halt mal machen könnte. Ja, ich bin tatsächlich gerade davon ausgegangen, dass ich dann super reich bin, warum auch immer. Aber was will ich jetzt in der Schweiz? Kann ich auch einfach nach Österreich, da habe ich die gleichen Berge. Ja. Nur um irgendwelche anderen reichen Schnösel. Nee. Ja, nach Japan fahre ich ja genauso wenig wie zur Schweiz. Also, ja. Okay, Sommer-Bucket-Ziel. Also ich hätte schon Bock auf Thailand. Ich würde doch tatsächlich, ich habe mal so eine, wie heißt das nochmal, was wir gesehen haben mit der Fidschi-Insel da, also wo die da durchgebrettert sind hier durch den Dingenskirchen. Wie hieß das nochmal, von Bear Grylls? Ja, hilf mir. Wo sind die gebrettert? Fidschi. Wie hieß das nochmal? Die haben so viel gemacht. Nein, Bear Grylls, diese große Veranstaltung in den Fidschi-Inseln. Ja, ich weiß. Und die haben da ja alles mögliche. Wie heißt das Ereignis, meine ich? Eco-Challenge. Danke sehr, Eco-Challenge, genau. Und da sah man halt viel von der Insel und ich fand die Insel irgendwie cool. Weiß nicht, Fidschi habe ich auch Bock drauf. Ja. Ich dachte, du willst da mitmachen oder irgendwas. Um Gottes Willen, bin ich ein Idiot. Ich fahre doch nicht 100 Kilometer mit dem Fahrrad, mein armer Puppi. Dann kann ich ja nie wieder sitzen in meinem Leben. Vergiss es. Vergiss es. Nee, danke. Oder ganz schnell wandern, also berghoch, vergiss es, nein. Nee, mach ich nicht. Nee, 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 das möchte ich nicht. Guck mal, was habe ich hier noch? Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Erfahrung in deinem Leben, das dich nachhaltig geprägt hat? Ich habe irgendwann mal gelernt zu laufen. Seitdem komme ich leichter an Orte. Weiß ich nicht. Doch, ist so. Ah, ein bestimmtes Erlebnis. Einige, aber die will ich alle nicht im Stream erzählen. Und bei euch? Was genau jetzt? Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig geprägt hat? Bestimmt. Bestimmt. Okay, Micha schreibt, ich habe Wait What Official Channel gefunden. Oh, du Schleimer. Schleimer. Moment, die Schweiz ist nur für die Schweizer Bevölkerung teuer? Ja, glaube ich nicht. Wie soll das sein, wenn ich in der Schweiz bin und das trotzdem alles doppelt so teuer ist? Ja. Das stimmt. Ey, ganz ehrlich, Tim, schickst du mir Reels? Tim? Tim? Okay, was haben wir hier noch? Wenn du für einen Tag in die Haut einer fiktiven Figur schlüpfen könntest, welche würdest du wählen? Was würdest du tun? Fällt mir gerade nichts Gutes ein. Ich dachte direkt an Jinx. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, die ganzen Leute zu murksen. Kommt dann auch das ganze psychische Trauma mit, oder? Ah, das habe ich doch schon. Das habe ich doch schon. Das. Ich glaube, es ist nochmal ein bisschen größer, wenn du da plötzlich anfängst, Massenmord zu betreiben und so. Ist ja fiktiv, Marco. Eine fiktive Figur.
Kiki. Von Kikis kleiner Lieferservice. Dann könnte ich den ganzen Tag mit dem Besen rumfliegen. Und könnte Pakete abliefern. Ich glaube, das finde ich witzig. Hm. Und hätte eine sprechende Katze namens Gigi. Das wäre, glaube ich, cool. Klar ist die Schweiz teuer, aber von Schweiz ist es dramatischer, da zu leben, als wenn ihr aus Deutschland dort arbeiten gehen würdet. Ihr kriegt aber auch mehr Geld, Mann. Ja, also Moment, wenn wir da arbeiten gehen würden, deswegen sind ja die gehasst, die da arbeiten gehen würden. Aber ich bin ja nur da, um das Geld auszugeben, was ich in Deutschland nicht verdiene. Das heißt, es ist für uns viermal so teuer, genau, wie die richtig. Schweizer. Ja, und ich habe schon oft gehört, dass die Gehälter von euch viel mehr sind. Also das weiß ich auch von Leuten, die in der Schweiz arbeiten. Sind sie ja. Da habe ich extra nachgefragt. Das Einzige, was total abfuckt, ist euer Krankheitssystem. Ja. Also ihr solltet echt mal auch das mit der Krankenversicherung regeln. Das wäre schon gut. Welche Hobbys oder Interessen hast du außerhalb des Streamens? Die Mozi? Die Fotografie? Das Bloggen, wobei ich das schon verdammt lang nicht mehr gemacht habe. Zeichne gerne einen Sticker. Aber viel zu wenig Leute kaufen das. Und viel zu wenig Leute versprechen mir, welche zu kaufen und tun es dann doch nicht. Viel zu wenige? Nee, viel zu viele. Viel zu viele versprechen mir das. Das sind echt einige, die sagen immer, ja, mach das, richtig geil. Und dann suchen die Sticker aus, dann bestellen die das gar nicht. Und dann sitze ich dann da auf meinen Stickern und auf meinen Kosten. Denke mir, cool, danke, danke, danke. Nächstes Mal mache ich das nicht, ihr Penner. Ja, und da darf man aber nicht zynisch sein, weil dann werden die Leute beleidigt. Aber ohne Witz, ich habe wirklich da... Es ist kacke. Okay, danke sehr. Ach, Micha, fühl dich doch gar nicht angesprochen, Pipapo. Du warst nicht gemeint. Wobei, ja, stimmt, du wolltest ja auch mal welche. Du warst nicht gemeint, Mann. Da warst du echt nicht, Mann. Was habe ich denn noch? Welche Hobbys und Interessen habt ihr denn, Leute? Dieselben. Aber Markus ist ein echter Bogenschießer. Mhm. Und ein Triathlonläufer. Und Kevin, der ist eigentlich Helikopterpilot, deswegen kam ich drauf. Und Luftbändiger. Hört sich super an. Mhm. Auch Luftbändigen, das ist nicht so vorteilhaft. Welches ist dein Lieblingszitat oder Lebensmotto, was dich inspiriert? Das ist alles so deep. Sei kein Arsch. Punkt. Wie man gibt, kriegt man. Ich gebe dir gleich. Zwar ins Gesicht. Was zur Hölle? Weiß ich nicht. Ich bin auch in Borderlands drin, okay. Wir wollen nur deinen Karma-Spruch abgeben. Drama um Karma ist mein Spruch. Immer Drama um Karma. Was? Kennst du das nicht, Drama um Karma? Nee. Ah. Kommt das hin? Habe ich erfunden. Eigentlich heißt, es ist eine Folge aus Avatia, die ist eigentlich Drama um Hama, aber ich habe es ein bisschen angepasst. Und ganz ehrlich, es gibt immer Drama um Karma. Okay, das stimmt. Ja. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Das schreibe ich immer unter meine Fotografie. Das ist von Pippi Langstrumpf. Und Domo Arigato, ihr Penner. Das ist aus Borderlands. Hm. Voll in die edlen Teile. Das ist auch aus Borderlands. Peng, 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 ist auch aus Dusch, ist auch aus Borderlands. Blut, Blut. Blut, Blut. Ja. Also, ich fand das gar nicht so deep, ehrlich gesagt. Was haben wir noch? Was war das Lustigste oder das Skurrilste, was in der letzten Woche passiert ist? Ich war auf der Toilette und das Klopapier war leer. Das ist ja skurril. Und da musste ich ganz laut rufen und dann kam mein Retter mit Klopapier. Aber es war trotzdem peinlich. Aber letzte Woche war das aber nicht. War das nicht letzte Woche? Nein, das ist doch lange nicht passiert. Ich weiß nicht, es passiert regelmäßig. Also uns nicht, natürlich. Das Man Lustigste hört das immer. Und Skurrilste, ja. Was mir passiert ist. Okay, skurril. Ich habe einen Eisbecher gegessen. Marco, deine Augenbraue haut ab. Kannst du die mal? Danke. Also ich habe einen Eisbecher gegessen. Wurde eingeladen tatsächlich, war sehr lieb und die Person kann da gar nichts für. Und da habe ich mir so einen richtig geilen Eisbecher ausgesucht, ne, fürs Rodar und habe den gegessen und da musste ich, Lebensmittelvergiftung des Todes, da musste ich mich erbrechen wie ein Wasserspeier. Also falls ihr Durchfall mähen könnt, kennt, ich bin jetzt Kotzi-Woman oder so. Not sure. Ich hätte für die Feuerwehr arbeiten können. Das natürlich nicht vorhalten. Ja, und das Peinlichste war, meine Freunde saßen nebenan im Raum und ich wette, ihr habt meine ganzen Kotzgeräusche gehört.
Quatsch. I'm sorry. Nein. I'm sorry. Es war mir richtig peinlich. Es war mir voll unangenehm. Und dann bin ich dann so blässer Gestalt. Natürlich habe ich meine Zähne geputzt, bin dann immer zu denen gelaufen, und meinte so, ja, Leute, ich musste mich leider übergeben. Und dann guckt mich alles so an, oh lol, du musst kotzen. Ich so, ja. Und da muss ich nochmal loslaufen und nochmal und nochmal. Das war unschön. Ja. Was ansonsten bastel ich gerade neue Flügel. Ich auch, okay. Was war das Lustigste oder das Coolste bei euch? Also ich habe letztens Leuten Eis ausgegeben. Oh! Das klingt ja ganz schön lieb von dir. Und so wurde es gedankt. Ja. Stimmt, stimmt. Wobei, ich habe es zweimal mir durch den Kopf gehen lassen. Also ohne Witz, ja, wenn das besser. Nicht Dankbarkeit ist, ne? Ich meine, wer genießt sein Eis schon zweimal? Wobei genießen... Hab ich nicht viel von, aber wenn es dir geschmeckt hat. Ich hätte dir was abgeben können. Hättest du deine Hände als Schaufel geformt und mir vors Gesicht gehalten. Ich hätte auch liebevoll dir was abgeben können. Kennt ihr das Endlosbier? Oh, nee, ich kotze gleich. Lass uns doch das Thema wechseln. Ich habe zwar angefangen, aber es ist doch ein bisschen grausam jetzt. Okay, letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, dich mit einer berühmten Persönlichkeit zu unterhalten, tot oder lebendig, wen würdest du wählen und wieso? Eine berühmte Persönlichkeit. Ich hätte gern mal einen Musikmentor. Jemand, der mir sagen kann, wie es so richtig läuft. Jemand, der ehrlich zu mir ist einfach. Der sagt, ja, das und das ist gut, das und das ist kacke. Weil ich habe das Gefühl, dass ich habe schon einige Leute kennengelernt und tatsächlich auch prominente Leute. Und ich habe denen natürlich so ein bisschen was gefragt, so ey, wie läuft das in der Musik wirklich? Worauf muss man achten? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ehrliche Antworten bekommen habe, sondern so Standardantworten, so ein Motto, ja, glaube an dich, das wird schon, bla bla. Also mit das Glaube an dich kann ich relativ wenig anfangen, wenn ich sage, ey, macht das Sinn, sich einen Booker zu holen oder nicht? Also das finde ich halt bescheuert, so, was zur Hölle. Also an mich glauben bringt einen Scheiß oder tritt ihr jedes Wochenende auf? Oder meine Frage ist, wie denn, wenn keiner mich annimmt hier? Hallo? Das ist, ja, also ich würde gerne mit einer Person, die im Musikbusiness erfolgreicher ist, einfach mal ehrlich reden und die richtig ehrliche Antwort ins Gesicht kriegen. Das wär toll. Ich will einfach mal wissen, wo ich stehe und was ich wirklich mache und so. Es ist einfach so, oh, es nervt mich. Vor allen Dingen, alle Leute lieben dich angeblich und hinter deinem Rücken hören sie dich doch nicht oder hassen dich, keine Ahnung. Es ist so frustrierend. Man weiß nicht, wo man steht. So. Ansonsten, mit Otto würde ich auch gerne mal reden. Otto Gerhard Wagner ist bestimmt witzig. Otto? Moment. Hm? Nee, der lebt noch. Ja, da steht ja, muss nicht tot sein. Tot oder lebendig steht hier in der Frage. Ich glaube, ich hätte gerne die Fähigkeit, Leute dazu zu bringen, dass sie mir die Wahrheit sagen. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass mir einfach nur Honig ums Maul geschmiert wird und das kann ich nicht leiden. Ich kann das nicht, ich mag das nicht, wenn jemand nicht aufrichtig ehrlich zu mir ist. Ich hasse Lügen einfach so. Wenn jeder mir irgend so eine Kacke erzählt, oh, du bist so toll, bla bla, Quatsch, kann ich nicht leiden. Furchtbar. Furchtbar. Ich bin ja kein Idiot. Das Leben ist nicht dafür da, dass man perfekt ist, so wie man ist, bla bla, sondern du willst dich entwickeln und du musst dich entwickeln und du machst Fehler. Wenn jemand sagt, du machst keine Fehler, dann nee, hör ich gar nicht gerne rein. Ja. Naja. Mit Helge und Udo. Helge Schneider. Oder Lindenberg? Jupp. Genau. Ja. Bestimmt lustig. Mit wem würdet ihr gerne reden? Tot oder lebendig. Keine Ahnung. Ich wüsste keinen. So. Ich rede nicht mit Menschen. Ja, das ist irgendwie schwierig. Ne? Ich rede auch nicht gerne mit Menschen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich sagen sollte. Ja. Grablich. Also kann man mit den Leuten dann immer das
über jetzige Technik oder sowas reden. Vielleicht aber stimmt. Nee, der wird dich angucken wie ein Auto und denken, what the fuck. Ja. Ich weiß es nicht. Wie ein Taschenrechner. Bin ich halt viel zu blöd, so. Was bringt mir das? Ja, wobei ich könnte Google nämlich jetzt Zitate bringen und den beeindrucken. Aha. Ja. In die Richtung vielleicht Carl Sagan. Also ein Physiker und. Der versucht, die Physik, Astrophysik so ein bisschen an die Leute zu bringen. 19 gestorben. Oh, lol. Wenn du dich so für Astrophysik interessiert, warum hast du das nie gemacht, Marco? So ein Sterndot zu werden. Hättest du da nicht voll Bock drauf? Nee, weiß nicht. Nee? Nee. Okay. Ich stelle mir das ganz witzig vor, einen neuen Stern zu finden, den zu benennen. Davon gibt's genug. Du weißt genau, dass mein Stern deine Mutter heißen würde. Das. Oh, da ist deine Mutter. Deine Mutter ist geplatzt. Deine Mutter ist so leuchten sie, steht am Himmel. Oh. Deine Mutter ist so schnell, die ist gerade in einen anderen Asteroiden reingekracht. Upsi, dupsi. Wäre schon auch witzig. Ich weiß nicht, ob ich mit Freddie Mercury reden möchte. Ich habe Angst, ihm wird ja so ein narzisstischer Hang und so weiter hinterher geworfen. Ich habe Angst, dass er einfach, ich habe ein sehr gutes Bild von ihm, das kaputt machen würde mit irgendwas in der Art. Ja, ist halt auch immer so das Ding, man sieht halt auch nur das, was man nach außen sieht, ne? Richtig, genau. Ja, nicht wirklich, was den Leuten vorgeht. Ja, und der Worst Case ist, dass du mit irgendeinem redest, den du bewunderst und dann ist das voll der Arsch und denkst dir, ja, cool. Wohl auf Wiedersehen. Danke sehr, dass du meine komplette Ansicht meines Lebens kaputt gemacht hast. So, da habe ich auch Angst vor, das will ich auch nicht. Ja. Also ich glaube, Helden sollten im Kopf Helden bleiben. Ja. Will man ja nicht den Respekt verlieren. Nur für alle Fälle. Ich würde gern mit dem Sänger von Saltatio Mortis sprechen und fragen, wer seine Hosen kauft und ob sie auch für Frauen gibt. Ich glaube, das kommt aber nicht so gut. Saltatio Mortis, die machen so Mittelaltermusik. Ganz cool. So eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Die Art von Musik, die machen, das ist nicht Metal, aber so, ja, Mittelalter. Ja, genau. Die hätte mal coole Hosen an, die hätte ich auch gern. Also für Frauen. Kaufst du Jeans? Schneid jetzt Böllchen rein. Nee, ich rede von dem mit den ganzen Bämseln. Ach Gott, der ist im Bild, okay. Ach ja, okay, das war's. Nice. Cool, mal Deepen Talk gemacht hier. Der ist ja mal. Das war ja mal cool. Dankeschön, JetGBT, für die Fragen. Geil. Jetzt fragt JetGBT mal, dass die das beantworten soll. Danke. Kannst. Mach ich mal. Was hast du denn so erlebt? Genau. Kannst du die Fragen für dich mal beantworten? Als KI-Modell kann ich das nicht. Ich frag mal. Natürlich. Erstens, als künstliche Intelligenz habe ich keine physische Existenz. Als KI habe ich keine Vorlieben. Als KI habe ich bereits viele Fähigkeiten. Als KI kann ich nicht reisen. Alter, wirklich. Jetzt, was ist das für ein Lama-Shit? Als künstlerische Intelligenz habe ich keine physische Existenz und keine Zeitreisemöglichkeiten. Aber ich finde die Idee faszinierend, in die Zeit der antiken griechischen Philosophen zu reisen und ihre Denkweisen und Erkenntnisse hautnah zu erleben. Lahm. Als hätten wir die Zeitreisemöglichkeit. Ist eigentlich doof? Hey! Sein letzte KI. Als KI habe ich nicht die Möglichkeit, Zeit zu reisen. Nicht so wie ihr. Nein, sehr lieb, Mann. Als KI habe ich keine Vorlieben, aber viele Menschen schätzen der Herr der Ringe als ihr Lieblingsbuch oder den gleichnamigen Film von Peter Jackson. Die epische Fantasy-Welt, tiefgründige Charaktere, bla bla bla. Als KI habe ich viele Fähigkeiten, aber es wäre interessant, die Fähigkeit zu haben, wie ein Mensch zu fühlen, Empathie zu entwickeln. Glaub mir, KI, das willst du nicht. Also menschliche Gefühle sind für den Arsch. Außer die Liebe. Die Liebe ist toll. Ich liebe dich. Cool. Hast du mit der KI geredet? Nein, mit meinem Schatz natürlich. Hallo? Was bist du denn für ein Creep? Aber die KI finde ich auch toll. Okay, cool. Als KI kann ich nicht reisen, aber ich kann nachvollziehen, warum viele Menschen davon träumen, exotische Orte wie die Galapagos-Inseln zu besuchen. Das war auch geil. Du kannst auch mal gucken. Galapagos.
um die einzigartige Tierwelt und die atemberaubende Natur zu erleben. Geil. Galapagos-Inseln wäre ich dabei. Bock? Frag mal die KI, ob die das uns spendet. Wunderbar. Wäre schon nice. Was haben wir noch? Als KI habe ich keine persönlichen Erfahrungen, aber einige Menschen werden durch bedeutende Lebensereignisse wie den Verlust eines geliebten Menschen, eine inspirierende Begegnung oder den Erfolg bei einem lang ersehnten Ziel nachhaltig geprägt. Also ich fand es geil, ein Album rauszubringen und das zweite auch und am dritten zu arbeiten. Ich fand das mit dem Fernsehauftritt so meh. Erste Mal Radio war richtig geil. Zweite Mal auch, dritte Mal auch. Neue Radios sind toll. Interviews sind voll schrecklich. Das ist auch geprägend. Nee. Erst einmal auftreten. Holy moly, Macaroni. Das ging mal sowas von dem Bach runter. Wobei jeder Auftritt ist so noch so ein Schockding. Oh, die Stimme war der Hammer, ja, das stimmt. Richtig, richtig geile Leute im Publikum gehabt. Bei allen Auftritten. Bei der Fotografie, boah, mein erstes Shooting war furchtbar. Erster Workshop, ich bin gestorben, hatte so Angst, die Leistung nicht zu erbringen. Ja, tippitoppi. Das ist schwierig, viele Sachen. Als KI habe ich keine persönliche Erfahrung. Achso, nee, habe ich schon gelesen. Als KI habe ich keine Präferenzen, aber es wäre aufregend, einen Tag lang Sherlock Holmes zu sein, um komplexe Rätsel zu lösen und die Welt aus der Sicht eines brillanten Detektivs zu betrachten. Ja, ich hätte gern diese kranke Auffassungsgabe von ihm da und seine Kombinationsfähigkeit. Er wäre schon krank geil. Wobei ich das dann auch weird finde, weil, keine Ahnung, weil er einen abgebrochenen Nagel hat, hat er ein schlechtes Liebesleben, will ich jetzt nicht wissen. Also danke, nein. Nee. Nee. Und ich hasse es, wenn Leute mich anlügen und dann wüsste ich das hier sofort. Nee. Habe ich keine Erlebnisse, aber es gibt unzählige lustige und skurrile Geschichten von Menschen, die täglich passieren. Eine solche Anekdote ist zum Beispiel ein Missgeschick bei einem Versuch, eine einfache Aufgabe zu erledigen. Okay, KI, danke. Okay, habe ich keine Wünsche, aber es wäre interessant, sich mit visionären Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci zu unterhalten. Aber ich kann kein Italienisch, nee. Das wäre furchtbar. Da müsste ich ja Hand und Fuß hier. Ciao, Bello! Mit den Fähigkeiten. Ja, mit den Sprachen, ja. Um Einblick in ihre kreativen und genialen Gedanken zu erhalten. Sich ja, aber wenn ich die Sprachbarriere habe, dann ist das so bescheuert. Was ist Liebe? Das ist schade, dass du das fragst, Micha. Liebe kann sich auf viele Art und Weisen ausdehnen. Es muss nicht unbedingt Liebe zu einem Menschen sein. Es geht auch Nächstenliebe. Selbstliebe. Essenliebe. Essensliebe. Holy moly, Macaroni. Die Liebe zu einem Ding oder zu einer Sache, zu einem Spiel. Es gibt viele. Aber Leute sagen, oh, ich kann nicht lieben. Das stimmt nicht. Das Thema ist bei mir eh durch. Das sagen auch viele. Nur weil halt die erste Liebe nicht funktioniert, die zweite und die dritte auch nicht, ist doch nicht schlimm. Du musst halt, tja, bis warten. Irgendwann kommt die Liebe. Man muss natürlich was tun, aber Kopf hoch. Aber nur weil die Liebe hinfällt. Nur weil die Vergangenheit kacke ist, heißt nicht, dass deine Zukunft auch kacke wird. Musst du halt dafür was machen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, es war voll kacke. Oder geschiedene Leute, die sagen, nee, war richtig scheiße, nie wieder. Und dann finden sie eben doch die Liebe. Vergangenheit in den Stein gemeißelt, aber die Zukunft hast du in deiner eigenen Hand. Ganz genau, ganz genau. Zu viele Leute leben im Konjunktiv und mit dem Konjunktiv. Und ich habe mir geschworen, das nicht zu machen, weil hätte, Fahrradkette, kann man eh nicht verändern. Fuck it. Außer du hast die Zeitreise wie in der ersten Frage beschrieben, aber nope. Man kann das nicht ändern. Als KI hat man nicht die Möglichkeit. Ja, als Mensch natürlich. Okay, danke. Das war's schon. Ich hoffe, die Fragerunde hat euch gefallen. Ich bin wirklich so ein bisschen, es klingt alles so böse, oder? Wenn ich antworte. So genervt, so wie grumpy, irgendwas. Ich meine, ich hab Hörner, aber ja. Nee, oder? Ich glaube, ich mag es nur nicht, wenn Leute sagen, wie schlecht die Welt ist. Weil das ist meistens ja so ein, ja, so eigener Meinung einfach. Man kann ja alles immer ändern. Oder? Man, ich habe auch eine harte Zeit ganz oft. Und dann denke ich auch, ich habe das härteste Leben der Welt und alles geht im Bach runter. Und dann fällt mir ein, eigentlich fängt das Erste im Kopf an. Und du kannst dir selber den Tag schlecht machen oder nicht? Ich meine, wie ist es so schön? Du kannst
Wie heißt, warte mal, ich habe das letztens erst gelesen, fand ich voll faszinierend. Wenn du darüber nachdenkst, was alles schief läuft, kannst du deinen Tag ja, naja, dann beginnst du ihn ja nicht toll. Also du bist nicht dankbar über das, was du hast, sondern traurig über das, was du nicht hast. Und damit kannst du dich ja nicht rausretten, das bringt ja nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so ziemlich jeder Mensch von seinem Leben denkt, dass er mit das härteste Leben überhaupt hat. Aber es ist Bullshit. Es gibt immer Leute, die haben es sehr viel härter und Leute natürlich auch, die haben es sehr viel besser. Und das ist immer so ein persönliches Ding. Also stellt euch nicht so an oder vielleicht ein bisschen manchmal, das ist voll okay, aber manchmal muss man sich auch zusammenreißen, so wie meine Wenigkeit. Okay, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geil. Bin ein sehr positiver Mensch, das ist nicht. Okay, nice. Solange es nicht HIV-positiv ist. Gut, okay. Und selbst wenn, dann gute Besserung. South Park. Ja, genau, das meine ich. Genau. Also, falls doch HIV-positiv, gute Besserung, Mann. Steck aber keine Leute an, das wäre toll. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Das war mein Abschlusswort. Good night, Libuela. Adios, amigos. I go to bed now. Bye-bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. No, ich werde alle Follower verlieren. Ciao.